Vielleicht finden wir ja direkt noch einen Gegner. Wir haben jetzt 719 Münzen. Könnten uns also damit schon was kaufen. Mir persönlich gefällt der... was heißt mir gefällt? Was kostet denn hier so ein Silberpack? 2500 Münzen. Hier gibt es ja auch, glaube ich, diese Aktion. Genau, hier dieses Tauschen. Kann so Aktionssuche machen. Zum Beispiel sage ich jetzt, ich möchte gerne Silberspieler haben. Jetzt kaufen. Höchstpreis machen wir einfach mal 700. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Hier so ein paar Innenverteidiger. Zum Teil ist dahinter das Mittelfeld. Der Fürstner. Da war gerade so eine leuchtende Karte. Soweit ich weiß, sind das so extra Karten, die kriegen irgendwie Punkte dazu oder ich habe keine Ahnung. Ja, hier sind halt so ein paar Sachen bei, aber ich hätte jetzt gerne noch einen Engländer vorne für den Sturm. Da haben wir noch so einen Italiener. Also bis jetzt nicht wirklich irgendwie was Englisches dabei für den Sturm. Ich glaube, ich ändere gleich nochmal die Suche auf England. Das mache ich, glaube ich, jetzt mal. Die Suche ändern wir hier auf Nationalität England. Und suchen nochmal. Na, da haben wir nur einen rechten Verteidiger. Das ist natürlich nicht so schön. Da gucke ich doch mal eben hier bei uns im Team. Wir haben einen Spanier vorne. Was haben wir noch hier als Stürmer? Wir haben noch einen Niederländer. Da würde ich sagen, wir stellen so einen Niederländer mal auf die rechte Sturmposition und holen uns dann noch, ich glaube, einen Niederländer fürs Mittelfeld. Da haben wir so eine englische Seite, dann bauen wir uns hier so eine niederländische Seite. Das Ganze können wir dann mischen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Also niederländische im Mittelfeldbereich. Tauschen. Aktionssuche. Silber. Und wir in Niederlande. Dann gehen wir mal auf jetzt suchen. Linker Verteidiger, rechtes Mittelfeld. Würde ich sagen, nehmen wir uns den Reimring für 600 Münzen. Wollen nicht geizig sein, wir können ja einfach mal was ausgeben. Also weisen wir ihn am besten direkt zu. Packen ihn erstmal in die aktive Mannschaft. So. Gehen dann zurück und bearbeiten unsere Mannschaft direkt. Wo haben wir ihn denn hier? Opa, wo ist er denn gelandet? Ach, da ist er noch. Rechtes Mittelfeld. Und schon geht unsere Chemie wieder ein bisschen hoch. Wenn wir jetzt noch jemand Deutsches haben, oder jemand, der in einer deutschen Mannschaft spielt, für RV, ist natürlich noch besser. Aber so sieht das leider nicht aus. Was ich aber mal mache, ist, ich verkaufe hier so diese Spieler, die wir nicht brauchen. Man sollte nicht allzu viele verkaufen, weil man die ja immer noch mal gebrauchen kann. Und so kriegen wir schon mal ein paar Münzen mehr und, joa. Dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal unseren nächsten Gegner. Einzelspiel, online. Und gucken mal, ob wir den nächsten, gegen den nächsten antreten können. Manchmal dauert das Gegnersuchen ein wenig. Aber bis jetzt hatte ich da eigentlich nie längere Wartezeiten als eine halbe Minute. Ja. Jetzt warten wir auf Gegner. FC Kozanin gegen Jarasek. Woher der kommt, weiß ich nicht. Aber er hat sein Team auch, also am 11. September gegründet. Wir spielen wieder in den schwarzen Trikots gegen die Jungs in den rot-weißen. Ich würde sagen, wir können direkt spielen. Das Team ja schon aufgestellt. Jetzt gucken wir mal, wie stark das Gegnerteam ist. Ja, jetzt ist, glaube ich, auch eins der Starter-Packs. So wie das aussieht. Er spielt ein 4-1-2-1-2. Das heißt, wir haben viel Platz so im offensiven Mittelfeld. Was wird denn passieren? Ah, okay. Naja, gut. Ich würde sagen, wir starten und versuchen mal hier so ein bisschen Spaß zu haben.
ein Versuch der Balleroberung. So, mal schauen. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Das ist, ich hoffe mal, dass das nicht so ein Gegner ist wie gerade, sondern dass der ein bisschen Gegenwehr leistet. Weil gerade das war ja schon sehr happig. Die Fans, sie freuen das sich war ja auf die Außen. Abwehraktion. Der Schiedsrichter schätzt den Spielfluss und er lässt es weiterlaufen. Hätte auch pfeifen können, wenn der Gegner mich berührt hat. Und ich denke mal, das wird das 1 für den Gegner, oder? Nein, er schießt daneben. Eigentlich muss er den reinmachen. Rein theoretisch natürlich. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Der scheint wohl schon ein bisschen länger FIFA zu spielen. Jetzt greift er ihn an. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Na, da kommt er fast dran. Jetzt aber! Achtung! Und der. Wir haben aber gerade gut Glück, da freue ich mich ja drüber. Ist ja gerade schon ein bisschen lucky. Aber da muss ich mich echt mal jetzt versuchen, jetzt zu konzentrieren gegen ihn. So sieht ein Pass aus. Gewinnt den Zweikampf. Ja, da kommt was auf uns zu. Das habe ich den Ball natürlich sehr spät abgespielt gerade. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Keine Anspielung. Naja, ein Versuch war wert. Aus dieser Distanz aufs Tor. Jo, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Da habe ich ihn einfach mal umgeruppt. Und natürlich kriege ich direkt Geld, natürlich. So ein kleines Eisbein tut doch niemandem weh, also ich bitte dich. Mann. Tut ja gleich, als ob er sterben würde. Okay, der spielt Spiel auf viel auf schnelles Passspiel. Und der muss jetzt rein. Also soll ich da eher die Wege zustellen? Fast so gut wie gar nicht attackieren. Okay, der war etwas zu optimistisch. Obwohl. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ja, ich wollte gerade sagen. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen. Und dafür kriegt der Hwang Do-yeon gelb. Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. So, wollen wir den reinmachen? Naja, etwas weiter links vielleicht, ein bisschen stärker und präziser, dann kann sowas schon reingehen. So natürlich nicht. So, und jetzt mal schnell ein Konter hier. Etwas zu schwach, bisschen stärker und ich wäre vielleicht vorbeigekommen. Aber der ist auf jeden Fall schon um einiges besser, der Spieler. Mischen wir nochmal hier rüber. Ja, sicher, er kriegt ihn natürlich. Ja, so kann es weitergehen. Und das macht er richtig. Wollte ganz sagen. Ich wollte gerade sagen. Er ist aber 1-1 abseits reingelaufen.
Also nur diese direkten Pässe spielen, weil er nicht so gut angreifen kann, ist natürlich ein sehr beliebter Spielstil. Also jetzt muss ich gucken, dass ich hier echt nicht komplett untergehe. Bis jetzt habe ich noch keinerlei Land gesehen. Und da haben wir dann das 1:0 von M.U.T. Ja, vielleicht tun wir das noch auf. Mal gucken. Irgendwie hat's gerauscht. Und dann dieses klasse Tor. Jetzt schaut ihr das mal an. Diesen Abschluss, Manni. Das ist Weltklasse. Und das ist genau die richtige. Stellen wir mal hier auf Offensiv. Flanke. Da hatte die Abwehr überhaupt keine. Und das ist natürlich auch wieder Glück. Wenn ich nach oben gehe, bin ich vorbei. Gehe ich nach unten, kriegt er den Ball. Also das ist natürlich schon. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Damit hast du schade. Von Sherlock Holmes, weil ich mich gerade nicht verlesen habe. Fast ein Tor. Na, was macht mein Spieler denn da? Also der, das war eigentlich eine gute Chance, nur irgendwie wollte er den wohl nicht reinmachen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das noch gedreht. Und ja. Da hat es gerade geleckt. Ich hoffe, dass man die Lecks später nicht so krass mitkriegt im Video. Schön ins Ausgelaufen. Vielleicht können wir jetzt einen Angriff starten, was ich doch mal schwer hoffe. Er war natürlich viel zu schwach. Ein wunderschönes Zuspiel. Da macht er fast eine Blutgrätsche im eigenen Strafraum. Oh, ich habe gerade wirklich sehr viel Glück. Den muss er doch über die Linie kriegen, den Ball. Ja, sonst nimm ihn raus, hol den Busfahrer, der macht das Ding. Normalerweise macht er den Rächer der Enterbten. Aber jetzt lässt er weiterlaufen. Ja, aber wunderbar. Und das ist naja, etwas zu weit. Jetzt mach. Und der ist aber im Abseits gewesen. Naja. Zum Glück macht er ihn nicht rein. Ich muss mal schauen, dass ich hier langsamer nach vorne spiele. Nein, das war natürlich eine. Das war natürlich wieder mal Pech. Ja, und jetzt ist er natürlich mal wieder durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kopfball. Wie kann denn sowas passieren? Schöne Ecke und dann hat sofort wieder der Gegner den Ball. So, jetzt geht er ab. Aber was macht er daraus? Er läuft und läuft und läuft mit dem Ball am Fuß und dann verliert er ihn. Das muss es sein! Mann, 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 geh doch einfach rein, Kerl. Das ist gerade wirklich sehr, sehr, sehr frustrierend. Schauen wir, vielleicht kriegen wir ihn rein, ja? Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Er hat eigentlich keine Anspielstation. Doch, jetzt natürlich.
etwas fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Eieieiei. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Der Pass war gut. Macht er oh Mann, oh Mann, ey, das ist gerade echt verdammt, verdammt schlecht von mir, sag ich mal. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ja, heute überzeugt er mit seinem präzisen Passspiel. Dass ich nicht der weltbeste FIFA-Spieler bin, ich meine, das wusste ich ja schon vorher. Das ist ja. Stark gemacht. Aber dass ich hier so. Die Abwehr steht so Probleme gegen diesen Spieler. Das ist schon. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich hätte mich doch schon ein wenig stärker eingeschätzt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Natürlich bleibt er stehen und bewegt sich nicht zum Ball. Mit sowas rechne ich ja immer. Ganz, ganz weit. Naja. Und trotzdem ein klasse Schuss. Der Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. 73. Minute. Hoffentlich kriegen wir noch ein Tor hier hin. Wesens zur Rettung der Ehre. Ich kann ihm aber auch nicht den Ball abluchsen. Das ist egal, was ich mache. Nee, nee, nee. 75. Minute, 2-0. Jetzt geht's, glaube ich, nur noch um die Schadensbegrenzung. Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke. Aber dieser Vorsprung, der ist ja kaum zu verspielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Natürlich kriegt er wieder den Ball. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und zum Glück abseits, ich glaube, wir sind wieder durch gewesen. Da unten an der Linie hast, das war eine ganz knappe Entscheidung. So, jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne, gutes Auge. Na, das war doch kein Abseits, oder? Gehen Sie aber jetzt ein Risiko ein. Na doch, ein bis zwei Schritte leider. Also es wäre nicht so, als würde ich hier den Ball nie kriegen oder sonst was, sondern ich habe einfach nur gerade, ich kriege den Ball einfach nicht rein. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Sicher in der Ballbehandlung. Das war wieder zu nah an den Torwart. Pass. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Das sieht gut aus. Schuss und naja. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Ich möchte hoffentlich oder ich möchte gerne noch ein Tor schießen, damit wir wenigstens hier ein bisschen Schadensbegrenzung haben. Ganz klar, Vorteil, das Spiel geht weiter. Und der kommt genau. Oh Gott, was war das denn für eine Flanke? Es wird Abstoß geben. Da wird der Trainer zufrieden sein. Mann, 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 ich krieg da, ich komme da aber auch nicht durch. Ganz sicher hat er das gemacht. Eieieiei. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das ist momentan echt. Ich könnte es ja gegen Baum auswechseln. Und wahrscheinlich wird der sogar noch mehr bringen jetzt gerade. Und da haben wir leider kein Tor mehr gemacht. Boah. Schade, schade. Wir kriegen trotzdem ein paar Münzen als Trostpreis, wenn man so will. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Aufnahmepause und ich melde mich wieder bei der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss, tschüss.